Woran erkennt man ein Weltende? Öde ist es. Öde ist es, wüst ist es. Unbehauste Menschen leben da, weit voneinander entfernt, brauchen große Strecken, bis sie zum Nachbarn kommen. Und es hat manchmal den Anschein, als hätte die Natur sich vom Menschen weggedreht und gesagt, nicht für dich, nicht hier, nicht du. Und was trieb Sie an, Weltenden aufzusuchen? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Es gab ein Schlüsselerlebnis, weil ich vor vielen Jahren mal am Totenbett eines 7-jährigen Jungen gesessen habe, der gerade erfahren hatte, dass er in wenigen Wochen sterben würde. Und nach einer Viertelstunde, die vergangen war, nachdem er diese Nachricht gehört hatte, stand er in der Tür und sagte, mir ist langweilig. Und das war ein Satz, der ist tief reingebrochen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie jemand, dem so wenig Leben noch zur Verfügung steht, ein Gefühl wie Langeweile empfinden kann. Und dann habe ich mich mit dem aufs Bett gelegt und habe gesagt, wie reisen wir? Und dann sagte er, wohin reisen wir denn? Ich sage, reisen wir an die Enden der Welt. Und er sagte, das ist gut. Und dann haben wir uns eigentlich wie eine Zimmerreise von diesem Krankenbett aus überlegt, wo könnte man hinreisen? Und als ich dann über viele Jahre, eigentlich über 3 Jahrzehnte diese Reisen angetreten habe, hatte ich immer das Gefühl, ich befeuere immer noch diesen kleinen, inzwischen gestorbenen Jungen mit den Geschichten, die er hätte erleben können. Das ist vielleicht die Ursituation. Gab es dann auch mal einen der Orte, wo Sie wirklich das Gefühl hatten, das ist das finale Ende der Welt? Weil im Moment haben wir die Mehrzahl im Titel, aber... Ja, es ist natürlich der Nordpol das Ende der Welt schlechthin für mich. Zumal man dann wirklich, wenn der Kapitän es geschafft hat, genau auf dem Punkt zu halten, der 90,0 Grad ist, man vor sich guckt und sagt, aha, da beginnt die Welt also wieder. Wenn ich jetzt weiterreisen würde, dann würde ich der Zivilisation wieder entgegenreisen. Das ist ein klassisches Ende. Allerdings unterscheide ich eher diese objektiven Enden. Südamerika, Kap der guten Hoffnung, Patagonien, die unterscheide ich von den subjektiven Enden der Welt. Und subjektive Enden der Welt kann sein ein Bordellflur in Bombay, wo ich eine einzelne Frau, die AIDS-krank und schwachsinnig ist, die Kunden empfangen sehe. Oder das Krankenbett eines Greises in Minsk, wo ich nur am Bett sitze und den Greis beobachte und seine Hände betrachte, die im Leben, glaube ich, nie gestreichelt hatten. Und das sind dann eher die subjektiven. Oder ein ausgetrockneter See in Italien, den ich für einen See hielt und reise an und sehe, es gibt ihn nicht mehr. Und eine verwirrte Freundin treibt sich an den Ufern dieses Sees herum und ich erzähle die Geschichte dieser Begegnung dieser Frau. Also das sind eher die subjektiven Enden der Welt. Wie reist man denn zu einem Weltende? Also ist man da in so einem Pulk von Sinnsuchenden unterwegs oder ist das irgendwie noch ein einigermaßen exklusives Erlebnis? Das ist eine gute Frage, denn in fast allen Fällen bin ich völlig alleine, weil ich eher glaube daran, dass der Reisende im Unterschied zu dem Touristen das sehen will, was immer an einem Ort ist. Der Tourist geht hin und sagt, ich will eine Sehenswürdigkeit. Und der macht einen Schnappschuss und der macht alles in einer sehr kurzen Befristung. Der Reisende, der setzt sich irgendwo hin und sagt, ich werde morgen und übermorgen und überübermorgen wieder hier sitzen und ich werde sehen, was jeden Tag in diesem Café passiert. Insofern bin ich an einer einzigen Stelle Massentourist gewesen und zwar, als ich mit 80 Reisenden auf ein Expeditionsschiff zum Nordpol ging. Und das war nicht anders möglich. Das war ein Atomeisbrecher und da sind aus allen Nationen zusammen 80 Leute gekommen, eine sehr inhomogene Gruppe. Bei allen anderen habe ich den Massentourismus allenfalls aus der Ferne gesehen. Sie haben in Kathmandu Hanuman Baba kennengelernt, einen 103 Jahre alten Asketen mit sehr langen Haaren, wenn ich mich recht erinnere. Wenn Sie den jetzt verschleppen würden hier nach Hamburg, was wäre das für ihn auch ein Weltende? Das wäre ein Weltende. Das wäre auch ein Punkt der Degeneration, weil unsere Form, uns zu unterhalten, unsere Formen, Sexualität, Arbeit, Verkehr zu regeln, hat für den etwas nicht geistgeleitetes. Und deshalb würde er sagen, das ist das allerunterste Ende der Zivilisation eventuell. Der braucht nicht mehr als 6 Quadratmeter, ein Haar, einen Haarzopf, der eigentlich am Kopf kompostiert und durch den die Läuse laufen und andere Mikroorganismen. Und dann fühlt er sich von Gott beseelt und dann und wann auch von dem besucht. Die meiste Zeit betet er und kifft. Und wenn ich sage, was tun Sie, wenn Sie nicht beten und nicht kiffen, dann sagt er, ich habe ja noch meine Haare, das ist mein Hobby. Und das ist für einen 103-Jährigen ja eigentlich ein Satz, der genauso schön ist wie der, wenn das eine 15-Jährige sagt. Ist das für Sie auch mal ein überdenkenswerter Lebensentwurf? Also, sagen wir mal so, es gibt immer einen Zusammenhang zwischen in die Welt wollen und aus der Welt raus wollen. Und ich glaube, dieses dauernde Reisen hat auch etwas zu tun mit einem Verschwinden wollen. Und deshalb wird man immer bedroht davon, dass man eine Existenzform findet, von der man sagt, das könnte deine sein. Geht Ihnen das so? Ja, das geht mir so.
Danke fürs Gespräch. Sehr gerne.